Hallo und willkommen zurück zu WAFTS We Are Farmers. Natürlich wieder mit Markus dabei. Servus Leute. So. So, weiter geht's. Arbeit gewechselt. Nein, gewechselt haben wir es nicht. Aber ein bisschen eine andere jetzt. Oh, 4,50 Meter war der Gruber, wenn ich mich nicht täusche, oder? So ungefähr. Jo. Ich überlege nur gerade, ob ich Vorgewende davor mache oder danach mache. Ich mach's danach. So, das geht schon. Sehr gut. So, das kann ich ausblenden. Das braucht kein Schwein. Gut. Wenn du was brauchst, Abfeuer und so weiter, muss nur laut schreien. Jo. Weil dann komme ich zu dir rüber und fahre nachher den Anhänger weg oder sowas. Weil ich glaube, wenn wir zu zweit am Grubern sind, geht es am schnellsten. Für halt Richtig, ja. kommt es am, überhaupt wenn du am gleichen Feld zu zweit bist oder so, wirkt es einfach harmonischer bzw. schneller. Und ich glaube, das werden wir so machen. No, wieso fährst du jetzt nicht weiter? Danke sehr. Jo. Und der 1. Mai war jetzt das Wochenende und ich glaube, du hast da was zu erzählen. Genau, ja, wir haben wie üblich halt am Land, beziehungsweise ich weiß nicht, wo so in Deutschland gemacht wird. In Deutschland, ich weiß, in Bayern wird es gemacht heutzutage noch traditionsmäßig Maibaum aufstellen. Es wird, glaube ich, noch teilweise in, ja, in anderen Bundesländern gemacht, halt bei uns in Österreich. Weiß nicht, ist es komplett Ich weiß es nicht, weil ich verbreitet? kann man zum Beispiel nicht wie den Bienen Maibaum aufgestellt. Ja, am Rathausplatz sogar. Gut, dann wird es wahrscheinlich in ganz Österreich sein. Halt, ich bin mir nicht sicher, ob es Vorarlberg oder wie Tirol. Tirol und so weiter. In Niederösterreich weiß ich auf jeden Fall, da wird es gemacht halt, fast überall sogar. Fuck. Burgenland bin ich mir auch nicht sicher. Oberösterreich weiß ich auch, dass gemacht wird. Gerade Steiermark und so weiter ist auch so, wird es glaube ich auch gemacht. Aber ja, es geht ja eigentlich um was ganz was anderes. Wir haben halt, es wird ja meistens, entweder es wird von der Feuerwehr aufgestellt, der Maibaum, oder es wird von der Dorfgemeinschaft oder vom Verschönerungsverein oder von der Dorfjugend oder von keine Ahnung was, was halt noch für Vereine alles gibt am Land, immer der Baum aufgestellt. Und das Problem, was immer bei den Ausstellen ist, es ist meistens, ja, es sind schon Leute da sozusagen zum Zuschauen und so weiter und so fort. Aber es hakelt fast nie einer mit. Normal. Du hast halt, okay, Baum holen und so weiter, das macht eh alles Spaß, und auch das Schmücken und so, das passt schon alles. Und natürlich sind die Vorbereitungen auch einiges, aber es gehört halt nebenbei gekocht was. Also bei uns hat es diesmal nur Würstel gegeben. Also es gehört was ausgeschenkt, Getränke, es gehört das wird halt erwartet sozusagen, dass das gemacht wird. Und du brauchst halt da Leute mal. Tiefer fallen. Bei uns ist das halt so typisch vom, ja, Alter brauchst du sozusagen noch, weil die Mädels kochen und die Ja. Burschen tun halt den Baum aufstellen. Dass wenn du das in Wien sagst, den Mädels, also dann schauen sich deppert an so ungefähr, aber das ist halt bei uns im Land noch ganz üblich so. Und Naja, da fängt es aber auch teilweise schon an, also muss ich schon sicher, noch sagen. aber das, ich muss ehrlich sagen, das ist bei uns in der Ortschaft, kriegen das die Mädels eigentlich mit. Beziehungsweise auch die Mädels, die schon länger da sind. Die bringen die neuen Mädels, was halt von Freundinnen und so weiter, die reißen die eigentlich da sozusagen mit, dass die das machen und die Burschen das machen. Das wird halt auch so kommuniziert. Da gibt es kein du, Aber. Markus oder Bernhard oder sonst irgendwer, fahr mal, kannst du die Würstel holen vom Fleischhacker am Vortag, sondern das wird nur Mädels wert Zeit. Da gibt es keinen Bursche, der das holt. Weil das halt einfach so üblich ist. Und mir wäre es wurscht, ich kann auch zum Fleischhacker fahren, weil ich hätte auch die Zeit gehabt, aber du misch dich da auch gar nicht ein als sozusagen als Bursch, dass du das wer macht, sondern das ist ihre Aufgabe und unsere ist halt eine andere. Und das Problem ist aber immer, die Dorfgemeinschaft stellt halt auf und so ein Baum ist halt, ja, viele stellen ihn heutzutage ja mit einem Kran auf oder so irgendwas, weil es halt fast nicht mehr anders geht. Oft ist es so, wie in Mistelbach die Geschichte haben wir die erzählt? Ich glaube Ja, die schon, haben wir oder? Die haben wir erzählt, ja. erzählt, dass halt der Baum abgeschnitten wird oder sonst was und viele Ortschaften oder sowas, teilweise schon die Bäume gar nicht mehr. So, keine Ahnung. Früher ist es halt 2, 3 Wochen, 4 Wochen liegen gehabt im Baum, im Wald irgendwo. Und es ist halt nichts passiert. Heutzutage wird da teilweise danach gesucht und wieder abgeschnitten. Und
Wenn du wir schneiden ihm zurzeit also immer am Tag ab. Halt, wir bestellen wir normalerweise immer am 31. 30. 31. Was ist das? 30. Was? März oder 31. März? Gibt es einen 31. März? Da frag mich nicht so schnell. Nebenbei im Datum nachschauen. Ich habe keine Ahnung, ich kann jetzt nicht Es nachschauen. gibt dann 31. März, ja. Ja, genau, am 31. März halt, wir sind da um 1 haben wir uns getroffen und um 1:30 sind waren wir noch im Wald. Das war eh nachher, hat nicht so lange gedauert, weil normalerweise brauchen wir teilweise 2 Stunden zum Suchen. Und dann nehmen wir erst den ersten Baum wieder. Diesmal ist das ein bisschen schneller gegangen und wir haben halt mehr Zeit für was anderes zu tun gehabt. Was man auch in Offen. meinem Instagram-Bild gesehen hat. Nein, nicht saufen. Wir saufen nicht. Wir sind Nein. Genießer, wir trinken. Ja. Und das Problem ist aber immer nachher bei den scheiß neuen Bäumen, was du umschneidest, die stehen halt voll im Wasser. Die sind sauber schwer und du kannst ihm eigentlich auf die alte traditionelle Methode nur mit den Schwablern, nennt man die bei uns, halt so hochschwabeln nennt man das, nicht machen. Außer du hast halt 40, 50 Leute und die haben wir halt nicht. Beziehungsweise die, was halt beim Aufstellen oder beim sozusagen Zuschauen, die helfen nicht mit, die meisten. Und dann hast du das, okay, wir tun halt eben in Traktor ausstellen, ist aber auch so eine irgendwie Aktion meistens. Und das dauert dann teilweise 2 Stunden oder 1,5, 2 Stunden, bis wir den irgendwie in der Höhe haben, weil das halt so, ja, wenig Leute sozusagen dabei sind. Und jedes Jahr, die, was halt mir, die helfen, fluchen jedes Jahr, ja, das war ja, ist das letzte Mal und Ja. keine Ahnung, nächstes Jahr nie wieder. Für was stellen wir einfach? Nächstes Mal stellen wir nur einen 5-Meter-Baum auf. Und es ist halt so, unsere Ortschaft ist so, wir haben relativ viel Wald rund um die Ortschaft und auch viel eine Waldgenossenschaft und bla bla. Und bei uns steht immer der größte im Umfeld ungefähr. Dieses Jahr haben wir 29 Meter oder sowas gehabt. Halt, was gescheit's, nicht wie die Ja. anderen halt ausstellen mit, keine Ahnung, 20 Metern oder 15 Meter oder sowas, bei uns steht halt ein richtig fetter. Dann haben wir so einen Doppelten, der oben auseinander geht und alles, ein anderes Gipfel drauf. Ich habe das eh auf Instagram gepostet. Und der ist halt sauer schwer und jedes Jahr wird es immer so, scheiß Klumpert. Und wir haben so ein dummes System eigentlich auch. Die meisten Maibäume werden halt in so Löcher gereingestellt und werden halt dann rundherum mit so, oder auf einer Seite mit Holzkeilen sozusagen Genau. verkeilt im Boden. Der fällt 2 Meter hinunter in so einen Schacht und fertig. Da haben sie aber damals, das ist jetzt so, keine Ahnung, 20, ja, um die 20 Jahre wird halt immer gesagt, her, wahrscheinlich wird es ein bisschen länger schon her sein, haben Wahrscheinlich, ja. sie das System neu gemacht bei uns in der Ortschaft. Und da haben sie gemacht, haben es von so Strommasten, die Pylonen, was da links und rechts sind, die gehen so 2 Meter im Boden rein, sind einbetoniert und stehen so 1,5 Meter oder sowas raus. Und diese scheiß Pylonen, ist vom System her nicht so schlecht. Du fährst halt den Baum hin sozusagen, tust unten das Loch bohren, hängst ihn unten ein und dann drückst du ihn sozusagen eigentlich nur mehr auf. Das Problem ist aber nachher, du musst ihm oben nachher noch einmal ein Loch bohren. Durch den Stamm. Und jedes Mal, wenn du halt sozusagen einen Stamm eigentlich ein Loch bohrst, ist halt dort der Stamm geschwächt. Und dieses Mal beim Wind ist es so, dass uns den aufgesprengt hat und es ist halt urmühsam, den ganzen rauf zum Heben und so weiter und so fort. Und da hat nachher am Nachmittag, oder was am nächsten Tag, ich weiß es nicht, am nächsten Tag war es, am Nachmittag hat halt einer ein Video gepostet. Die haben da ein ziemlich geiles System erfunden, halt gemacht in der Ortschaft. Die haben sich eine Grube, so wie es halt bei vielen ist, nur haben die dort so ein Stahlrohr genommen. Das ist circa 1,5 Meter lang. Und in das Stahlrohr stecken sie den Stamm rein. Das Stahlrohr ist aber beweglich. Sozusagen, das kannst du so hydraulisch steuern. Und die haben dort eine Hydraulikanlage gemacht, der halt das fährt so raus, das Stahlrohr. Die fahren gerade mit dem Baum rein und mit dem Hydraulikzylinder wird er komplett aufgestellt. Arbeit von Okay. 2 Minuten steht der Scheißbaum. Und du hast keine Probleme und gar nichts. Ja, aber du musst halt das ganze Hydrauliksystem und alles bauen bzw. Ja, das ist wurscht, konstruieren. das haben wir eh. Halt, wir haben ja einen der größten Stahlbauunternehmen, halt Mechaniker, der halt Landwirtschaftsmechaniker und so weiter in der Gegend ist, in der Ortschaft und so weiter und so fort. Wir haben das Lohnunternehmen und das wäre nicht das Problem, da steckst. Und du brauchst auch nicht so viel Hydrauliksystem, ist nicht so relativ schwer, das sind 2 Zylinder, was du da brauchst. Ja, aber wer bezahlt's? Naja,
das ist nicht so tragisch. Da gibt es ja Vereinskassen und so weiter, das ist, beziehungsweise wird da vom Land auch was gefördert dazu und so weiter und so fort. Das kriegst du schon, beziehungsweise Feuerwehr und so weiter und so fort halt. Ja, aber du hast sicher irgendein Aber. Nein, das System ist einfach geil. Und wir werden auch wahrscheinlich jetzt im Sommer, haben wir uns, ist jetzt schon die Meinung, dass wir in der Sinne das dann ein bisschen umbauen, weil wir halt keinen Bock haben auf die Scheiße mehr. Bin mir sicher, im Sommer ist das Ganze wieder vergessen, weil das ist ja eh erst im Mai So wieder. ungefähr, Und ja. Nein, aber sowas musst halt dann jetzt wieder spruchreif. sowas kannst halt nur im Sommer bis im späten, halt bis im späten Herbst ungefähr bei uns machen, weil es halt betoniert und so weiter muss. Und vor Mai kannst du es eigentlich nie machen. Das muss ja gescheit aushärten. Dann muss das System im Endeffekt muss eingebaut werden und so weiter und so fort. Das muss halt ja, weiß, keine Ahnung, sollte ja ein bisschen getestet werden, auch kurz davor oder so. Dass man da ein bisschen Berechnungen macht und ja, ich bin gespannt, was wir machen. Aber auf jeden Fall werden die belohnen, weil die halt, jeder sagt schon jedes Jahr, wie lange werden die noch halten? Und das Dumme ist, wenn nachher was ist, gibt es im Endeffekt bei uns in der Ortschaft keinen Schuldigen, weil es stellt die Ortsgemeinschaft auf. Das bedeutet, das komplette Ortsgemeinschaft ist im Endeffekt schuld, wenn halt irgendwas ist. Und das ist wieder nachher ja, keine Ahnung, die Gemeinde selber. Weil das ist das ziemlich kompliziertes System, wenn es da einen Baum von uns umhaut und der fliegt auf die Kapelle drauf oder auf irgendein Haus links und rechts, dann muss halt das von der Gemeinschaft im Endeffekt, beziehungsweise wird da wahrscheinlich irgendwo ein Fonds nachher gegründet werden von der Gemeinde, das wiederhergestellt werden. Okay. Und deswegen muss da schon einmal, ja, überlegt werden, wann da was gemacht wird, beziehungsweise was gemacht wird nachher. Weil so mit dem System, was wir jetzt haben, das ist halt wirklich mühsam. Da plagt sich der Traktor, was hat er da gehabt? Ich weiß nicht, mit dem müsste 716er gewesen sein oder sowas. Zwar noch kein Ware, sondern ein Farmer. Mit großem Frontlader und das ist aber auch schon zart. Das ist wirklich mühsam. Da plagt sich der rutscht durch teilweise, geht vorne in die Luft, das zum Ausstellen. Und dann das Problem, was auch immer ist, ist, dass da schaut halt immer irgendwer nach. Erstens stellen wir meistens erst um 19:30 beginnen und wenn wir 2 Stunden brauchen, ist eh finster, meistens. So im Anfang Mai noch. Und dann schaut halt immer irgendeiner von außen rein, weil wir stehen alle dort sozusagen und halten ihn und zum Bohren und so weiter. Und irgendeiner steht halt drauf von den Ö Älteren, steht halt draußen und schaut rein, ob er gerade steht. Und ja, dieses Jahr steht er wirklich gerade, halt überhaupt nicht. Und deswegen das kannst du halt nicht machen, das ist halt urscheiße, was da dieses Jahr abgelaufen ist. Ich bin gespannt, ob der durchhält. Das wird sowieso noch so eine Sache werden. Gut, das war meine Geschichte eigentlich von meinem Umstellen und von dem Jo. System. Ich finde das System eigentlich ziemlich cool gemacht, von der ausgedacht. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wer war bei euch beim Maibaum aufstellen dabei und wie wird es bei euch gemacht? Meistens stellen wir einen Kran auf. Heutzutage. Wenn du in der Ortschaft einen hast, der einen Kran hat, beziehungsweise in einer Firma arbeitet, wo ein Kran ist, wird er fast immer mit einem Kran aufgestellt. Also in der Ortschaft, wo ich meistens Maibaum aufstellen war, beziehungsweise wo ich selber dabei war, wurde er, wie ich noch dabei war, mit Hand aufgestellt. Ja, kommt immer auf die Größe nachher auch an. Ja, es waren nur 15 Meter Teil oder Ja. so. Ja. Und in Ist der der anderen Kirchturm Ortschaft, größer bei uns als 50 Meter? ja, bei uns auch. Deswegen brauchen wir ja einen größeren Baum. Diesmal haben wir. Und ja, in der anderen Ortschaft, wo ich ab und zu früher noch als kleines Kind immer war, dort wird er mit dem Kran aufgestellt. Weil es halt einen gibt, der in einer Firma arbeitet, vermute ich. Ja, nein, da ist eine Firma ansässig, Ja, die was einen so hat. immer. So in der Art wird es halt immer gemacht und mit dem Belohnen, was wir halt haben, die sind 30 cm auseinandergesetzt. Dieses Jahr haben wir das Problem gehabt, dass der Baum so 32 cm unten gehabt hat. Jetzt haben wir links und rechts immer mal eben auch was weggeschnitten noch, dass wir halt reinbracht haben in den Scheiß. Und das sind halt so dämliche Systeme, wenn es dann nicht. Da kannst mit einem Kran ist, wenn der Wind geht, auch beschissen, weil du halt ihn nicht gescheit versenken kannst. Wenn du so ein deppertes Loch hast und mit dem Kran fast rein, geht's halbwegs.
Aber wenn du bei uns mit dem System, mit dem Belohnen, könntest du mit einem Kran nahezu auch nicht aufstellen, bringt du nicht Okay. wirklich viel. Gut, aber du müsstest mir mal abfahren und aber das dann in der nächsten Folge, bitte. Genau, bis dann. Bis dann, tschüss, baba. Tschüss.